Moin Moin und herzlich willkommen hier bei Silberfeld Games. Moin, ich bin der Flo. Wir sind zurück in Böhmen bei Kingdom Come Deliverance. Und jetzt wird's spannend. Wir sind auf der Flucht vor den Kumanen Sigismunds Armee. Letzte Folge ja wurde das Dorf angegriffen, nachdem wir Herr Ratzis Schwert fertig geschmiedet haben. So, zieh mal bitte deine Waffe, Heinrich. Jawohl. Man weiß ja nie, ob man das Schwert braucht. Aber wir wissen genau, was wir zu tun haben. Füße in die Hand nehmen. Und nicht sie weg hier. Wir hören es überall. Das Kriegsgeschrei. So. Okay, hier wird uns erklärt, wie wir reiten. Und da vergehen sich Ta Leute an der guten Theresa. Und wir werden jetzt hier uns mal einmischen. Einmal zuhauen. Und nichts wie weg hier. Nein, jetzt hängen wir hier am Pfahl. Das gibt's doch gar nicht. Das war knapp. Heinrich hat Hunger. So, und jetzt brauchen wir gar nicht mehr zurückgucken. Wir müssen nur schleunigst weg von hier. Da stand auch noch ein Pferd, siehst du. Okay, jetzt haben wir hier gleich mal eine Ladeszene. Okay, Spiel gespeichert, wunderbar. So. Sehen wir, wie die Leute hier in Scarlet und Rovna sinnlos getötet werden. Und der Heinrich wird verfolgt. So, gut, dass wir Theresa geholfen haben. Wird sie uns nachher später noch etwas dankbar sein. Spoiler. Lauf. Oh, wieso hört denn da mittendrin auf zu rennen, das Pferd, ey? Au, der hat uns nochmal voll erwischt. Jetzt haben wir Fußverletzung und eine blutige Wunde. Da fliehen die Leute in die Kirche. Links. Thalmberg liegt links, entlang des Baches. Alles klar, Heinrich. Ich glaube, wir meinten das andere links, oder? Na gut. Unser Pferd kann eh nicht mehr lange. Puh, jetzt werden sie wieder, werden wir wieder beschossen. Können wir mal gucken. Ja, sind sowas von dicht hinter mir. Aber wir haben es gleich geschafft, Leute. So fährt kann ich mehr. Das Pferd ist am Ende. Oh, jetzt haben wir schon wieder ein Pferd abgekriegt. Na, das war knapp. Da fliegen die Pfeile an uns vorbei. Die dreckigen Kumanen. Und da sehen wir schon die Dorf, die Burg von Tallenberg. Rettung. Jawohl. Hier, hier, Flamme! Hier, hier!
mir doch! Hilfe! Beeilung! Bewegt eure Ärsche her! Legt an! Und Feuer! Hanju, Fuß und Kinder! Seht mal, wir ziehen den Schwanz ein! Verpisst euch, ihr dreckigen Hunde! So, die schießen doch einfach los, ne? Und angekommen. Und dann Sir Robert. Gib ihm doch jemand zu trinken. Und bringt heißen Wein und Verbandszeug. Sag mir, Junge, wer bist du? Und wo kommst du her? Was zur Hölle ist passiert? Ich komme aus Garlitz. Sie haben es niedergebrannt. Und alle abgeschlachtet. Wer? Weißt du, wer das getan hat? Eine riesige Armee. Sie griffen ohne Vorwarnung an. Es waren weder Tschechen noch Deutsche. Wer dann? Ich weiß nicht. Ich habe noch nie solche Rüstung gesehen und ihre Sprache war mir auch fremd. Vielleicht Tataren. Tataren, sagst du? Darum werden wir uns später kümmern. Zuerst versorgen wir lieber mal dein Bein. Ich habe keine Ahnung. Beiß die Zähne zusammen. Ich zieh den Pfeil jetzt raus. Autsch. Ganz ruhig. Schon erledigt. Du hattest Glück, Junge. Der Pfeil hat den Knochen verfehlt. Ich muss die Wunde verbinden, aber darin habe ich schon massig Erfahrung. Der Krieg ist ein guter Lehrmeister. Kannst du aufstehen? Na bitte, so gut wie geheilt. Danke sehr. Habt ihr nichts zu tun, oder was? Zurück an die Arbeit. Denkst du, du schaffst es, mit Herrn Devish zu sprechen? Der gute Herr Devish. Mein Herr, das ist ein Überlebender aus... Ich weiß, Robert. Sag, mein Junge, was genau ist geschehen? Konntest du die Flaggen der Angreifer erkennen? Und gab es noch Überlebende? Herr, ich weiß wirklich nicht, wer sie waren, aber es waren sehr viele. Unzählige Banner wehten auf den Hügeln über Scarlets. Die Schlechter sprachen eine ziemlich merkwürdige Sprache. Sie brannten Scarlets komplett nieder. Viele suchten in der Burg Schutz. Ich schaffte es nicht. Also musste ich fliehen und dabei riefen sie mir zu, ich solle euch warnen. Bei diesen Tataren, wie sie der Junge nannte, könnte es sich um Sigismunds Kumanen handeln. Sie kamen wohl von Osten aus nach Ungarn und bilden nun den Kern seiner Armee. Seit der Plünderung von Kuttenberg scheint er eine Leidenschaft für gestohlenes Silber entwickelt zu haben. Scarlets ist klein, Herr. Wenn Sigismund angreift, haben Sie keine Chance. Wohl wahr, Herr Robert. Mit unserer kleinen Garnison können wir Ihnen nicht helfen. Selbst wenn wir es riskieren würden. Denkst du, wir sind als Nächste dran? Möglicherweise. Wie ist dein Name, Junge? Ich bin Heinrich. Der Sohn vom Skalitzer Schmied. Ich kenne ihn. Hat er es auch in die Burg geschafft? Mein Beileid. Jetzt liegt es in Gottes Hand. Niemand sonst kann uns helfen. Also dann, vielen Dank, du hast dein Leben riskiert, um uns zu warnen. Robert, kümmere dich bitte um Heinrich. Verschaff ihm ein gutes Essen und etwas Ruhe. Ja, Herr. Und bring alle Menschen hinter die Mauern. Wir müssen auf das Schlimmste gefasst sein.
triff alle nötigen Vorkehrungen. Wie du befiehlst, Herr. So, damit sind wir angekommen in Tallenberg. Oh, ich liebe das Spiel einfach. Die Story ist so geil, ne? Richtig geil. Und überhaupt so alles ringsrum. Jetzt haben wir erstmal wieder einen Ladebildschirm und gucken wir mal. Das mal als nächstes müssen wir, glaube ich, unser Quartier beziehen. Wenn es denn mal aufhört mit Laden, bitte. War schon ganz schön nervig, muss ich euch sagen. Im Grunde genommen voll nervig. Okay, Spiel gespeichert. Das ist erstmal gut. Wir sind hungrig und müde. Wir gehen mal runter in die Küche. Was tust du da? Hey, war das Herrin Stefanie? Nee, das war ihre komische Zofe. Herr Robert steht da rum. Ach, ich glaube, wir müssen ihn anquatschen. Mahlzeit. Du hast dich wacker geschlagen, Junge. Ich bedauere deinen Verlust. Du musst entkräftet sein, also geh in die Küche und iss etwas. Kummer ist mit vollem Magen leichter zu ertragen. Auf jeden Fall. Wobei, wenn ich Kummer habe, esse ich immer nichts. Ich höre von deinem Vater. Man sagt, er wäre ein Hey! Irgendwie haut die Performance überhaupt nicht hin gerade, ne? Ich höre, bist du aus Skarlitz. Das muss schrecklich gewesen sein. Wie ist das geschehen? So. Da ah, ist meine Herrin. Du hast Glück. Herrin Stefanie von Tallenberg beehrt uns mit ihrer Anwesenheit. Ich fühle mich geehrt. Das ist also unser tapferer Recke? Sei willkommen. Recke? Bojena hier wird sich um dich kümmern. Du musst doch sicher müde und hungrig sein. In der Tat. Wie könnte er es nicht sein, der arme Junge? Nach allem, was er durchgestanden hat, muss er einen Bärenhunger haben. Habe ich recht, junger Herr? Das hier ist für dich. Iss so viel du willst. Und etwas Wein zum Runterspülen? Hab Dank, Herrin. Wenn du hier fertig bist, gesell dich zu den Stallburschen in die Vorburg. Nein, das wird nicht reichen, Herr Robert. Nach allem, was er durchstehen musste, verdient er ein richtiges Bett. Er soll in der Wachstube auf dem Vorplatz schlafen. Gewiss, Herrin. Der junge Heinrich ist ganz sprachlos von deiner Großzügigkeit. Ja, ja, hab Dank, Herrin. Möge Gott dich für deine Güte belohnen. Iss dich ruhig satt. Du bist in guten Händen, also werde ich euch nun verlassen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, Herrin. Wenn du fertig bist, kannst du dich in der Schlafkammer der Wachstube schlafen legen. Und vergiss nicht, die dreckigen Stiefel auszuziehen, bevor du dich ins Bett legst. Sind sie nicht alle so nett zu uns? Sehr schön. Dann haben wir die Aufgabe auch erledigt. Dann werden wir uns jetzt mal was in die Wampe hauen hier. Oh, gebratene Ente, das sieht doch gut aus. Wir sind doch schon völlig außer Puste und keine Ausdauer mehr, nix. Achso, du sollst das essen, du Lappen. Jetzt hat es einfach genommen. Nehmen wir noch ein Stück Käse hier. Nein, nicht das Pferd rufen, dass ich immer wieder Dreieck drücke. So, dann gucken wir mal. Erstmal mal ein Brötchen. Und die gebratene Ente. Linsenbrei. So, was haben wir denn? Sattheit 56, aber jedem mal was. Zwei Käse können wir noch machen. So, nehmen wir noch einen Apfel mit als Dessert. Aufgabe abgeschlossen ist. So, und jetzt müssen wir langsam aufhören, weil irgendwann schimpft die gute Tante da. Reicht ja auch, ne? Wir wollen ja nicht so frech sein. Aber wir können unsere Eier noch kochen, bevor die schlecht werden. Ich glaube, das ging hier aus dem Topf essen, in den Topf geben. Nee, irgendwie, wenn man so neben dem Herd... Hat man manchmal Gott, eine kleine ein Stelle. Gegenstand kochen, da stand es gerade. Okay, wir sind müde. Eier kochen. Sehr schön. Du hast ein gebratenes Ei. Nee, hartgekochtes Ei. Das können wir auch noch essen. So, zwei Äpfel noch.
Und dann sind wir auch schon mal gut gesättigt. Wir sind auch übelst müde, ne? Dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal schnappuppeln. Moin, Mahlzeit, Jungs. Hast recht. So, hier ist unser Bett. Dann müssen wir mal hinsetzen. Und die Schuhe ausziehen, so wie es Herr Robert befahl. Oh, dass er immer wieder automatisch auf den Codex springt, nervt auch ein bisschen. So, Rüstung. Schuhe aus, Hose aus, alles ausziehen. Und dann würde ich sagen, wir gehen schlafen und damit verabschiede ich mich an der Stelle. Eine kurze, knappe Folge heute mal. Wenn euch das gefallen hat, lasst mir doch bitte ein Like da. Ich würde mich natürlich mega freuen. Auch über einen Kommentar und über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Heinrich und seinen Abenteuer in Böhmen. Ich bin der Flo, ich bin raus.